Jo, und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Jurassic World Evolution 2. Ja, es beginnt nun. Ich kann euch gemoddete Dinosaurier vorstellen, beziehungsweise Monster, alles was es halt so gibt. Und ja, ich würde sagen, als erstes könnten wir mit jemandem anfangen. Und ich denke mal, wir nehmen den Karcharodonto. Und ihr habt sie ja natürlich schon im Bild gesehen. Ja, es kommt was Heftiges. Und ja, das soll der geremodelte sein, oder, also, das ist halt, wenn der ein oder andere, mal sehen. Sehr schön. Wenn der eine oder andere nicht damit zufrieden ist, Cabot, okay, jetzt ruhig da oben. Wenn sie nicht zufrieden sind mit dem Aussehen, dann verändern sie so einen kleinen Ticken. Und ich glaube, bei ihnen hat sich hier die Schnauze, man sieht das halt, dass sich da was verändert hat. Oh, ich wollte gerade sagen, böse Musik. Ja, es hat sich ein Ticken verändert und ich werde auch in Zukunft euch noch die anderen Sachen alles zeigen. Es gibt ein paar krasse Sachen, gerade was den T-Rex und den Spino betreffen, aber das zeige ich euch dann. Zu den guten Sachen kommen wir dann halt erstmal. Aber ja, das ist schon mal der erste gewesen, ne? Und Cabot, ruhig da. Dann gehen wir mal lieber hier hin, den Megalosaurus. Der sieht auch ein Ticken anders aus, also bitte haltet euch fest. Wie gesagt, es gibt auch funnige Mods und ja, das ist, ja, der Megalosaurus. Ja, es ist ein etwas. Dr. Kajal Dua. Ja, Cabot, erzähl mal. Ich würde fragen, was sie herführt, aber ja. Ich würde keine Antwort bekommen. Okay, also Cabot will uns jetzt, denke ich mal, erzählen, es ist ein Megalosaurus. Schauen wir uns doch mal näher an, ob das wirklich ein Megalosaurus ist. Ich würde sagen, er sieht fast genauso aus wie einer. Nur die Beine und die Arme sind ein kleinen Ticken zu dünn geworden, aber ansonsten sieht er halt wirklich so aus, Kappa. Ach du Scheiße, was mit dem oh Gott. Wie kann er überhaupt damit laufen? Das bricht doch die ganzen Beine weg. Eieiei. Okay, ich frage mich zwar, wer auf die Idee kommt, aber wenn ich das halt wirklich so sehe, kann ich ganz ehrlich mit den Mods selbst mein Dino machen. Scheint ja nicht schwer zu sein. Schön muss er auch nicht ausschauen. Der hat noch nicht mal Augen. Ach du Heilige. Ey, ich bin mal gespannt, wie der kämpfen soll. Der wird ja instant verlieren, ist egal, gegen was er kämpft. Zähne hat er auch keine. Du bist echt... Ja, ach du Kacke. Gut, gehen wir zum nächsten über. Dr. Kajal? Immer in einem Wort der Ausdruck Mega vorkommt. Ja, Dr. Kajal, Sie haben gar keine Ahnung. Das ist kein Megalosaurus, das ist ein etwas. Auch für den Megalosaurus. So, Velociraptor, du bist dran. Die werden auch noch kämpfen. Ich glaube, ich habe es ausgestellt, aber die werden noch kämpfen müssen. So, ja, das ist der Velociraptor. Eine neue Art, eine neue Spezies. Und ja... Das sind sie. Und man muss sagen, die sehen verdammt gut aus. Ja, die... Oha! Ja, in denen sehe ich den Tod. Oha, er sieht aus wie hier, wie heißt es, von König der Löwen. Der Bösewicht. Scar. Ja gut, von der Seite sehen sie beide gleich aus. Ja gut, ja, das sind sie. Was hat sich verändert? Untenrum gar nichts. Wenn man aber obenrum guckt, ja, Körper ist auch... Zwei Schwänze? Ja, wenn man nicht genug hat, ne? Warum dann nicht zwei? So, also zwei Schwänze hat er bekommen. Dann einmal die Stacheln hier hinten, ne? Dann sein böses Gesicht. Er hat sich ja auch ein Ticken verändert. Und ja, das sind sie. Sehen aber gut aus. Muss man lassen. Jo, sehr schön. Es kann vielleicht sein, dass einige Raptoren kämpfen wollen. Aber guck mal, sie gehen ganz langsam zu ihnen hin. Na, mal gucken. Die gehen dran vorbei. Ah! Oha! Ich komme genau richtig, oder? Los! Greift an! Oha, warte mal, machen die... Alter, wie er sich ranbeißt! Warte, greifen die weiter an? Bitte, macht ihn fertig! Ja, okay, schade, 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 schade. Ruhe dich aus. Ey, ganz ehrlich, also, würde ich ja das Spiel machen, würde ich es einen kleinen Ticken anders machen. Er chillt sich jetzt hier hin. Er gibt also klar hier, ich unterwerfe mich euch und die anderen gehen einfach halt weg. Ey, die würden instant, würden sie ihn zerfleischen. Instant. Gut, aber das sind noch nicht alle, die ich euch zeigen möchte. Aber man muss wirklich schon sagen, ey, die Raptoren sehen echt crazy aus. Und passt mal auf, wenn ich euch mal demnächst den Rex und den Spino zeige. Das wird krass. So, wir gehen mal ganz kurz unten hin. So, als erstes kommt der Liopleurodon. Ich weiß jetzt nicht, wer da jetzt genau kam.
Aber, ja, darf ich euch vorstellen? Eich. Ich komme nicht genau auf seinen Namen, aber es ist eine wunderschöne Schildkröte. Die sehen gut aus. Als ob die... Also wir schauen uns gleich nochmal genauer an, aber die sehen genauso aus, als wenn sie aus dem Spiel kommen. Ja, die sehen wirklich gut aus. Oha, der Modder hat top Arbeit Er hat sogar Zähne. Der Modder hat top Arbeit geleistet. Krass. Okay, ich weiß zwar nicht, ob das vorher eigentlich ein Leopleurodon war, aber heftig. Ja, das sind sie nun. Ey, die sehen aber echt cute aus. Naja, sie ist halt eine Schildkröte. Farbe ist top. Ich denke mal, man kann auch die eine oder andere noch einstellen. Und ich werde euch jetzt ganz kurz mal zeigen, was bei denen abends passt. Ah nee, das zeige ich euch dann, wenn das letzte kommt. So, es geht ja weiter. Denn der Tylosaurus möchte auch rauskommen. Aber es ist nicht der Tylosaurus oder Tylosaurus, wie ich ihn gerne nenne. Es ist Rexy. Ja, habt ihr nicht erwartet? Dennoch, es ist Rexy unter Wasser. Ich wusste auch nicht, dass das überhaupt möglich ist, aber ja. Wisst ihr noch, wie man ihnen als Kind gesagt hat, man solle nach dem Essen nicht spielen? Ja, ja. Oha, ey, Rexy hat so eine Art wie Moos an der Haut. Die Farbe gefällt mir. Und die Schildkröte, stimmt, das bedeutet ja, die Schildkröten und der Rexy könnten sich, Oha. Ach du Kacke. Klassentreffen und, ja, Mittagessen. Eieiei. Boah, sie haben mich zu Fall gebracht. Yo. Okay, es ist halt ein bisschen buggy, weil es Jurassic World Evolution 2 ist, aber es sieht verdammt nice aus. Oha. Es ist schon tot. Krass. Okay, aber wir müssen unten aufpassen, weil da, ne? Wir müssen alles sehen. Gerade weil Rexy hier ist. Ja, aber Rexy kann schwimmen. Ich weiß zwar nicht, wie er es ganz genau macht, aber er kann es. Kämpf mal bitte. Ansonsten hole ich gleich deinen Endgegner her. Okay, hier kämpfen auch wieder zwei. Oha. Er zeigt, wer der Boss ist. Auch wenn er so ausschaut, wie er ausschaut. Auch mit seinen kleinen dünnen Ärmchen. Kann er trotzdem was ausrichten. Aber ich denke mal, ja, er wird sterben. Oha. Okay, weiter geht's. Komm, einmal angreifen bitte. Ja gut, das war's schon. Okay, hier passiert anscheinend bis jetzt noch gar nichts. Sie sind eigentlich ziemlich ruhig hier. Rexy, come on. Das sind Schildkröten. Kannst du gut essen. Kannst du sogar dran kauen. Obwohl es eigentlich ziemlich schade ist für die Schildkröten, weil ey, ich mag die. Oha, er isst kleine Fische. Ja gut, oder die greifen sich halt einfach nicht an. Naja, dafür habe ich ja was Besonderes. Und zwar haltet euch fest. Wir werden gleich zur Nacht übergehen, denn ihr wisst, wer das ist. Es ist Godzilla. Ja, und das ist er. Oder wie viele ihn nennen, natürlich Zilla. Ja, ich nenne ihn trotzdem Godzilla. Und, ja. Ich glaube, ich weiß nicht, wen er darstellen soll, aber es kann sein, dass er den Godzilla von früher darstellt, von weil ihr werdet gleich sehen, wenn es dunkel ist und er sieht... Alter! Er sieht verdammt gut aus. Eieiei, das hatten sie das noch nicht mal in Jurassic World Evolution 1 hinbekommen, oder? Eieiei, sein ganzer Körper ist da. Er ist zwar nicht so riesig wie Godzilla, dennoch, er ist fett. Und schaut euch das mal an, er leuchtet. Und wie er nochmal richtig leuchtet, das werde ich euch auch gleich nochmal zeigen. Eieiei, Rexy, du wirst, glaube ich, große Probleme kriegen, wenn Godzilla auf dich zukommt. Eieiei. Ey, warte mal, ich wollte gerade sagen, ändert er seine Farbe? Okay, pass auf, ich zeige euch jetzt mal was, ja? Es ist Nacht und wie es... Oh! Rexy gegen... ich hab doch einen ganz anderen. Also eigentlich sollte der... Ja, okay, okay. Er kriegt fast die Farben. Er sollte eigentlich rot sein. Er sollte sozusagen sein, dass er fast... Ah, da, guck mal. Wenn man näher rangeht, sieht man es. Aber ansonsten nicht so. Okay, warte mal. Jemand greift sich hier an. Eieieiei. Okay, das sieht fett aus. Ja, wer hätte es gedacht, dass dieser Godzilla hier hinkommt? Ja, aber was ich jetzt wirklich gespannt bin, ist, tötet er jetzt noch einen? Weil ich will das sehen. Ich will auch sehen, dass Rexy irgendwas passiert. So, ich muss das sehen. Ey, Godzilla sieht verdammt geil aus. Oha, stimmt. Hat er die Geräusche davon?
Nee, ich glaube nicht. Godzilla würde sich voll geil anhören. Ja, dann heißt es ganz kurz abwarten. Stimmt. Pass auf, was ich euch zeigen wollte. Der ist das ja. Komm mal her hier. Oh, warte mal. Will die Schildkröte angreifen? Nee, will sie doch nicht, oder? Schade. So, Freunde, schaut euch das jetzt mal an. Ich weiß zwar nicht, ob er es tut, aber er kann hier rausspringen und ich will das unbedingt sehen. Er macht es aber nicht. Warum? Aber er ist auf jeden Fall sehr, sehr hübsch. Von allen, die wir bisher gesehen haben, sieht er natürlich am besten aus. Die Frage ist aber, kommst du jetzt raus, bitte? Du schaffst das vom Sprung her. Los. Also, ich weiß zwar nicht, was er vorhat, aber Rexy will raus. So sieht's aus. Oder will Rexy sich ein Hai schnappen? Nee. Das ist ja strange. Ach, schaut euch das mal an. Alle wollen. Achso, ihr habt sie schon getötet. Na gut, habt ihr gut gemacht. Ah, was ist mit ihm hier? Ich will unbedingt sehen, dass er isst. Ah, guck mal, die kämpfen schon wieder. Oh, ich will Godzilla von draußen sehen, ey. Mist. Ging zu schnell vorbei, ey. Die kämpfen einfach viel zu schnell. Godzilla, willst du jetzt nicht mal irgendwas essen, bitte? Ach Mann, er macht gar nichts. Er sieht zwar echt geil aus, aber irgendwie isst er nicht. Obwohl er es eigentlich tun müsste. Ey. Oh, einer davon wird jetzt sterben. Alter. Okay, ey, Rexy, es tut mir leid. Rexy ist tot. Und Godzilla hat gewonnen. Aber ey, ganz ehrlich, es war klar. Es war sowas von klar, dass er gewinnt. Ja, Rexy schwimmt jetzt hier über Wasser und hat's. Oh mein Gott. Godzilla hat die Augen rausgeschlagen. Ach du Kacke. Hat irgendwie was. Sieht aus wie ein Krokodil jetzt. Oh Gott. Ja, aber Fazit zum Godzilla oder Zilla. Fantastisch. Ey, es sieht einfach brachial aus. Und schaut euch mal an, wie groß er auch noch ist. Perfekt, ey. Perfekt. Ja, in Zukunft könnt ihr euch natürlich mehr über solche Mod-Videos freuen. Also ich stelle die natürlich vor, wenn es gutes Zeug gibt. Demnächst kommt ja Prehistoric Kingdom raus, glaube ich. Ich glaube, das dauert auch nicht mehr so lang. Dafür kommt natürlich auch ein Projekt und ich freue mich schon riesig drauf, weil das wird wie Planet Zoo sein und wie Jurassic World Evolution zusammengemischt. Also, es wird ein Bomben-Game. Ja, aber ich denke mal, hier werden wir jetzt nicht mehr sehen, dass er isst oder so weiter. Ich hoffe trotzdem, euch hat's gefallen. Wenn es euch gefallen hat und Godzilla natürlich, dann lasst mir auf jeden Fall ein Kommi, Like oder ein Abo da. Also, bis zum nächsten Mal.